Wunderbar. So, und jetzt sind wir live. Jetzt nochmal für alle, die jetzt neu dabei sind, begrüßen wir Sie alle ganz herzlich zu dieser Podiumsdiskussion mit dem Titel Mittendrin mit Bürgerräten. Mein Name ist Gabriel Péloquin. Ich bin politischer Referent für den Bürgerrat Klima. Mit mir hier dabei Herr Anselm Renn, der die Co-Moderation übernimmt vom Verein Mehr Demokratie e.V. Bürgerrat Klima und Mehr Demokratie führen diese Veranstaltung gemeinsam durch. Wir haben eben einen Einführungsvortrag gehört zum Thema Bürgerräte, also zur Funktionsweise von Bürgerräten und sozusagen wie die ablaufen und was Ziel und Zweck ist und haben auch einige Fragen dazu klären können. Und nun wollen wir den Blick weiten und mit den Kandidierenden aus dem Wahlkreis Berlin-Steglitz-Zehlendorf über eben diese Bürgerräte diskutieren. Und wir freuen uns sehr, dass wir hier begrüßen können Herr Thomas Heilmann von der CDU, Frau Nina Stahr von den Grünen und Herr Rupert Stübe von der SPD. Ich werde Sie jetzt einzeln nochmal vorstellen und dann werden wir sozusagen auf das digitale Podium bitten. Ich fange an mit Herrn Thomas Heilmann von der CDU. Herr Heilmann ist Mitglied des Bundestages. Da sehen wir Sie schon. Guten Abend, Herr Heilmann. Er ist Mitgründer und Startfinanzierer verschiedener Startups, darunter MyToys, Xing und auch Facebook. Mitbegründer einer Werbeagentur, die später in Scholz & Friends aufgegangen ist, die er dann bis 2008 geleitet hat. 2012 wurde er zum Senator für Justiz und Verbraucherschutz des Landes Berlin berufen. Und seit 2017 ist er Mitglied des Bundestages. Sind Sie Mitglied des Bundestages? Die Schwerpunktthemen sind einerseits einmal bessere Digitalpolitik, dann Modernisierung der Verwaltung und auch der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das haben Sie auch nochmal ausführlicher dargelegt in einem Buch, das letztes Jahr erschienen ist, das den Titel Neustart trägt, in dem Sie umfassende Konzepte zur grundlegenden Modernisierung der staatlichen Strukturen präsentiert haben. Und uns interessiert natürlich heute Abend brennend, ob auch Bürgerräte in dieser Modernisierung einen Platz finden können. Als nächstes begrüßen wir Frau Nina Stahr vom Bündnis 90 Die Grünen. Frau Stahr ist seit 2006 Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen. Da sehen wir Sie. Guten Abend. Seit langem schon kommunalpolitisch engagiert im Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf. Seit 2016 sind Sie Vorsitzende Ihrer Partei in Berlin. Und Ihre Schwerpunkte liegen vor allem in Bildung und Familienpolitik und da nochmal speziell im Bereich Kinderrechte. Sie setzen sich ein für eine Familienpolitik, die für die Gleichberechtigung der Geschlechter sorgt und auch die Gleichbehandlung unterschiedlichster Familienformen. Sie setzen sich zudem ein für Beteiligungsformen, speziell auch für Kinder und Jugendliche und dabei auch noch für die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Und auch hier sind wir natürlich gespannt, inwiefern Bürgerräte in diese Entwicklung hineinpassen. Und als letztes begrüßen wir Herrn Rupert Stübe von der SPD. So, jetzt. Wir können ihn noch nicht sehen, also da ist er. Guten Abend, Herr Stübe. Herr Stübe, Sie sind Diplom-Volkswirt und bei den Berliner Verkehrsbetrieben für die Unternehmensstrategie verantwortlich, also bei der BVG. Sie sind seit 15 Jahren schon ehrenamtlich in der SPD engagiert, seit 2012 als Kreisvorsitzender in Steglitz-Zehlendorf. Ihre Schwerpunkte sind vor allem bezahlbares Wohnen im Kiez und Sie setzen sich dafür ein, dass der Bundestag ein Gesetz gegen den ungebremsten Anstieg der Mieten verabschiedet. Ein weiteres Thema ist die Kindergrundsicherung und angesichts Ihres Berufes vielleicht nicht so überraschend die Verkehrswende. Sie setzen sich ein für eine gelingende Verkehrswende, für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs nach dem Motto mehr Mobilität, weniger Verkehr. Und ein letztes Detail noch. In der Freizeit sitzen Sie, laut eigenen Angaben, so häufig wie möglich im Fanblock von Alba Berlin, dem Basketballverein. So, also jetzt haben wir das Podium komplett. Und schon der erste Ausblick. Also wir diskutieren heute Abend über Demokratie und eben spezifischer Bürgerräte. Und dazu möchte ich gerne eine erste kurze Einstiegsfrage stellen. Das sind eigentlich zwei Fragen. Nämlich, wo sehen Sie aktuell die Herausforderungen für unsere Demokratie? Und wie können Ihrer Meinung nach Bürgerräte helfen, diese Herausforderungen zu bewältigen? Und ich würde Sie jetzt dran nehmen in derselben Reihenfolge, in der ich Sie gerade vorgestellt habe. Also, Herr Heilmann, bitte um eine kurze Antwort auf diese beiden Fragen. Also ich habe schon eigene Erfahrungen im Bürgerrat gemacht, weil ich ein
Wahlkreisrat eigentlich schon vor 1,5 Jahren zum Thema Verkehrswende machen wollte. Der ist dann immer wieder verschoben worden wegen Corona, weil wir den eigentlich in Präsenz machen wollten. Und wir haben ihn dann in diesem Frühsommer virtuell gemacht. Hat erstaunlich gut geklappt, virtuell. Wir haben zweimal dasselbe Programm gemacht, nämlich einmal mit Selbstmeldern und einmal mit zufällig Ausgewählten. Und man hat schon Unterschiede gesehen. Es war jetzt nicht massiv, und man sagt, es ist jetzt nicht 180 Grad was anderes rausgekommen, aber es ist schon was anderes rausgekommen. Deswegen ist diese Zufallslosung aus meiner Sicht sehr wichtig. Ich stehe der Sache extrem offen gegenüber, finde, dass man, bevor man da sozusagen eine verfassungsmäßige Institution draus macht, noch mehr üben muss, noch mehr Erfahrung bekommen muss. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass wir da eine Verankerung im Bund haben, dass wir auch eine Know-how-Zentrale haben, die das Wissen darüber sammelt und die Erfahrungen darüber sammelt und auch eine gewisse Neutralität hat. Ich halte das für ein gutes Instrument, Demokratie und Beteiligung zu stärken. Ich halte es insbesondere dafür ein kluges Argument, bei der es nicht schwarz oder weiß gibt. Deswegen bin ich nur in einer Frage anderer Meinung als die Ausgangsfrage, nämlich ich finde die Kombination mit Volksabstimmung nicht so gut, weil Volksabstimmungen haben sowieso immer das Problem, dass sie Dinge polarisieren auf eine Entweder-Oder-Richtung. Und in den meisten Fällen gibt es ja nicht nur Entweder-Oder, sondern eine Menge dazwischen. Und die Demokratie lebt ja davon, dass man diesen Zwischenraum auslotet und sinnvolle, stärker konsensuale Kompromisslösungen findet. Und da genau kann der Bürgerrat eine gute Rolle spielen. Aber da halte ich sozusagen die Abstimmung dann für eher kontraproduktiv. Aber kurz und klein, also ich sage nicht nur in der Theorie, und weil jetzt irgendwie am Sonntag Wahlen sind und das wahrscheinlich in diesem Kreis auch ein bisschen populär ist, dass ich für Bürgerräte bin, sondern ich habe das höchst selber schon betrieben. Wunderbar. Besten Dank, Herr Heimann. Auf das Thema Volksabstimmung können wir vielleicht später nochmal zumindest kurz sprechen kommen. Frau Stahr, wo sehen Sie aktuell die Herausforderungen für unsere Demokratie und wie können Ihrer Meinung nach Bürgerräte helfen, diese Herausforderungen zu bewältigen? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dieses Thema heute zu diskutieren, weil es tatsächlich eins meiner Herzensthemen ist, tatsächlich Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Das haben Sie ja eingangs gesagt, insbesondere natürlich von Kindern und Jugendlichen, aber generell BürgerInnenbeteiligung ist für mich ein ganz wichtiges Thema, weil ich der festen Überzeugung bin, dass PolitikerInnen immer nur so gut sind wie die Infos, die sie bekommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir möglichst breite Infos auch bekommen. Und da können Bürgerräte eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Ich war letztens bei einem Schulpodium eingeladen, da sind wir im Wahlkampf ganz oft und da wurden wir gebeten, uns vorzustellen und die Stichworte für die Vorstellung waren, ich weiß es nicht mehr ganz genau, es war irgendwie Name und Schwerpunkt und so weiter und Studiengang. Und das fand ich schon, das ließ sehr tief blicken, weil das schon zeigt, man geht davon aus, Politiker sind Menschen, die studiert haben und das ist ja auch in der überwiegenden Mehrheit so. Und wir haben in der Politik ein Problem, die gesamte Gesellschaft zu repräsentieren. Und deswegen haben wir auch ein Problem in der Kommunikation mit der gesamten Gesellschaft. Ich finde, während Corona ist das jetzt wirklich noch mal viel deutlicher geworden, welche Transmissionsprobleme es da gibt. Aber das war auch vorher schon so. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Bürgerräte da auch in der Kommunikation zwischen Politik und BürgerInnen ein ganz, ganz relevanter Teil sein können, weil Politik sich dann eben öffnen muss ein Stück weit und öffnen sollte für die Argumente, die da aus der Bevölkerung kommen, aber eben auch in die andere Richtung durchaus Menschen sich natürlich dann anders mit Inhalten auseinandersetzen und das auch wieder weitertragen. Und insofern finde ich das in beide Richtungen ganz wichtig und fände das sehr, sehr gut, wenn wir das stärker verankern. Und das haben wir ja auch in unserem Wahlprogramm auf Landesebene und auch im Grundsatzprogramm auf Bundesebene so festgehalten. Besten Dank. Jetzt noch Herr Stübe. Gefahren, ja. Herausforderungen für unsere Demokratie und Rolle von Bürgerräten dabei. Ja, auch von mir vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir darüber nochmal diskutieren können. Traditionell
jetzt schon heute bei diesem Podium muss ich einmal darauf hinweisen, dass Frau Stahr auch ein Buch geschrieben hat. Sehr lesenswert. Besten Dank für den Hinweis. Ich bin der Einzige in dieser Runde, der kein Buch geschrieben hat. Aber jetzt zu den Gefahren für die Demokratie. Ich glaube, dass tatsächlich wir gemerkt haben, dass es immer schwieriger wird, sozusagen eine gemeinsame gesellschaftliche Diskussion zu führen. Das heißt gar nicht immer die Frage, welche Erzählungen gibt es da, wo wir im politischen Bereich gerade reden, aber einfach sozusagen miteinander zu gucken, sprechen wir eigentlich dieselbe Sprache, wenn wir über bestimmte Dinge reden, verstehen wir uns gegenseitig, finden wir eigentlich Konsenspunkte und arbeiten wir auch heraus, wo es tatsächlich unterschiedliche Interessen sind, jenseits der Schlagworte. Und ich glaube, da kann gerade ein Bürgerrat einem Gefühl dafür geben, der auch so, ich finde es super, dass der sozusagen zufällig ausgewählt ist. Ich finde, bei den Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Bürgerbeteiligung, die gerade auch auf der kommunalen Ebene sind, also wenn wir jetzt hier in Schlegel-Zehlendorf haben wir endlich, jetzt bauen wir das erste Quartiersmanagementgebiet auf, die ja mit dem Thema Quartiersfonds und Quartiersräte da auch extrem viel Erfahrung haben, was so die Hürden sind. Wir gucken sozusagen, wie wir uns im parlamentarischen Prozess in der Kommune beteiligen können, dann ist genauso eine Zufallsauswahl und die auch zum Lesen zu bringen, eins der wichtigsten Sachen. Was ich gerne diskutieren wollen würde, ist eigentlich der zweite Punkt dessen, schaffen Bürgerräte Akzeptanz für bestimmte politische Entscheidungen, weil das heißt sozusagen, deren Arbeit müsste ja auch breit diskutiert und transparent werden dafür. Ich glaube, was sie im Moment leisten, ist ein Verständnis bei Politik zu schaffen für die Vielfältigkeit derjenigen, für die sie Entscheidungen treffen, für die vielfältige Sprache, vielfältige Interessen. Und das zweite Thema finde ich total spannend. Was passiert eigentlich sozusagen, wenn so ein Bürgerrat breit in der Öffentlichkeit diskutiert wird? Ja, wunderbar. Besten Dank. Zur letzten Frage der Akzeptanz. Also genau, das ist ja auch so mit der Grund, warum wir solche Veranstaltungen machen wie diese, dass wir natürlich das Thema weiter in die Öffentlichkeit tragen wollen, der Hoffnung, dass es eben auch sozusagen mehr Resonanz findet. Und das ist auch eine perfekte Überleitung, denn über Bürgerräte sprechen ist gut, mit Bürgerräten sprechen ist noch besser. Und wir freuen uns sehr, dass wir eine Person hier in der Runde dabei haben, die ausgelost wurde und teilgenommen hat an einem Bürgerrat. Und möchte jetzt Herrn Hüseyin Karalyoğlu bitten, von seinen Erfahrungen zu berichten. Sagen wir, würden wir ihn gleich auf das digitale Podium holen. Da ist er. Guten Abend, Herr Karalyoğlu. Hallo, guten Abend. Genau, Sie haben teilgenommen am Bürgerrat Klima, der jetzt letztes Frühjahr getagt hat. Wir haben das in dem Eingangsvortrag schon gehört und wurden da zufällig ausgelost. Und die erste Frage, die ich an Sie habe, wovon Sie gerne berichten können, ist, wie war das denn für Sie, als Sie die Einladung bekommen hatte? Also in Ihrem Fall spezifisch, als Sie angerufen wurden und gefragt wurden, ob Sie da mitmachen wollen bei einem Bürgerrat? Ja, als ich angerufen wurde, dachte ich, es ist so eine einfache Untersuchung irgendwie. Sie wollen was herausfinden. Dachte ich, ich mache mal mit. Warum nicht? Klingt gut. Ökologie und so. Aber es war umfangreicher. Später habe ich entdeckt, dass es viel umfangreicher, als ich gedacht habe. Und hat Spaß gemacht, da mitzumachen. Also Sie dachten erst, es sei wie eine Umfrage tatsächlich, oder? Ja, sehr kurzzeitig. Sie wollen was Bestimmtes herausfinden oder eine Idee oder so. Das ist sehr umfangreich. Die Ideensammlungen waren sehr umfangreich, wie die dann später kombiniert wurden, zusammengefasst wurden, sodass das irgendwie verständlich ist für Politiker. Das war sehr professionell und sehr effektiv. Und ist die Entscheidung Ihnen leicht gefallen, da Teilnehmer, als Sie herausgefunden haben, dass es sehr viel mehr Engagement bedeutet, als nur sozusagen eine Umfrage zu beantworten? War das für Sie einfach, die Entscheidung zu treffen, ja, da mache ich mit? Naja, ich dachte, die Bürger haben eigentlich kurz vor den Wahlen Stimmabgaben zu machen. Und dann hat sich die Sache, dass die so viel Gehör bekommen von den Politikern, habe ich so nicht gedacht eigentlich, ehrlich gesagt. Die nehmen sich schon mehr Zeit, als ich mir gedacht habe. Es ist viel mehr Demokratie, als ich mir vorgestellt habe. Das klingt an einer positiven Erfahrung. Ja. Wie war das denn für Sie mit den anderen Teilnehmern zusammen, die Sie auch gar nicht kannten, zusammen diese Empfehlung zu erarbeiten? Also Bürgerrat Klima in dem speziellen Fall, es waren ja 160 Leute aus ganz Deutschland in 12 Sitzungen und insgesamt über 55 Stunden.
Diskussionen und Vorträge und so weiter. Wie war das für Sie, diese Erfahrung? Sehr schön. Naja, natürlich mit diesem Zoom war das einfacher. Diese Technologie wird wahrscheinlich in Zukunft mehr Bürger irgendwie zu mitmachen erreichen und so. Das war sehr gut. Es waren gute Unterhaltungen mit 160 Leuten, wie das irgendwie organisiert wurde. Es wurden immer. Wir das Aufbau der ersten Alternative schafft, bevor man den Individual. Huch, irgendjemand muss da stumm geschaltet werden. Gut. Bei der Unterhaltung, bei jeder Sitzung wurden wir gewechselt und konnten viel mit vielen verschiedenen Leuten sprechen und austauschen. Und die Informationen wurden dann gemeinsam in den Medien irgendwie zusammengefasst und sichtlich dargestellt. Es war fantastisch. Es war sehr ergiebig jedenfalls. Wunderbar. Also das heißt, Sie haben auch mit Menschen diskutiert, die in ganz anderen Lebenslagen und Orten in Deutschland leben. Sie hatten ja auch Zugang zu Expertinnen und Experten, also jetzt in dem spezifischen Fall natürlich vor allem in der Klimaforschung, die man vielleicht so nicht bekommt unbedingt. Hat sich durch diese ganze Diskussion und durch die ganzen wissenschaftlichen Inputs, hat sich Ihr Blick auf die Politik verändert durch die Teilnahme am Bürgerrat? Naja, die wissenschaftliche, da waren Wissenschaftler, wir konnten Fragen stellen, aber die Fragen waren eigentlich auch unter Bürgern schon fast bekannt. Das war nicht, die Fachleute waren nicht so interessant, die Politiker waren mehr interessanter, dass sie für mich gehört haben. Es ist mehr als die Ideen sind da, die Ideen sind den Bürgern bekannt. Wie das umgesetzt wird, wie schnell das umgesetzt werden kann, war mehr, hatten wir mehr Probleme. Ideen gab es genug, ausreichend Ideen, und die sind, die werden auch von der Politik schon gemacht, eigentlich durchgezogen. Mhm. Relativ gut finden wir eigentlich. Naja. Vielleicht gleich da die letzte Frage. Haben Sie denn jetzt, wo Sie davon sprechen, und haben Sie denn auch bestimmte Erwartungen an die Politik? Also zur Umsetzung oder was jetzt passiert mit der ganzen Arbeit, die Sie da geleistet haben mit den anderen Teilnehmern? Die Erwartungen, dass Sie das umsetzen, dass Sie das ansehen, dass Sie das ernst nehmen, ist klar. Aber die brauchen mehr Druck von unten, mehr Beteiligung vom Bürger, wie Frau Sterr auch sagte, sie brauchen mehr Informationen. Das habe ich verstanden. Das heißt, diese Bürgerräte müssen mehr werden. Dann, die Politiker haben nichts dagegen, wenn sie ausreichend Informationen und Druck bekommen. Sie würden das auch umsetzen. Ja. Das ist tatsächlich, es liegt an den Bürgern als mehr an die Politiker. Jedenfalls in diesem Breitengrad in Deutschland. Okay, wunderbar. Besten Dank, Herr Karl-Jogo. Das war auch eine sehr, sehr gute Überleitung, die Sie da gerade gemacht haben für mich. Wir kommen jetzt nämlich zu einem Teil. Wir haben in ganz Deutschland in allen Wahlkreisen Umfragen gemacht zum Thema Bürgerräte und damit natürlich auch in Ihrem Wahlkreis Berlin-Steglitz-Zehlendorf. Und besten Dank, Anselm, da sehen wir es schon. Und haben da eben die Frage gestellt, sollen Bürgerräte auf Bundesebene verankert werden? Also hier die Frage, sollen auf Bundesebene Bürgerräte verankert werden, in denen ausgewählte Bürgerinnen und Bürger Empfehlungen an die Politik ausarbeiten. Und wir sehen hier jetzt speziell in Ihrem Wahlkreis eine knappe Mehrheit, immerhin, die diese Frage mit Ja beantwortet. Und wir werten das angesichts der Tatsache, dass das Instrument noch sehr neu und unbekannt ist, sehen wir das eigentlich schon sehr positiv. In anderen Wahlkreisen, das erlaube ich mir noch zu sagen, sah das tatsächlich noch eindeutiger aus. Da gab es deutlich mehr Ja-Stimmen noch. Ich kenne natürlich nicht alle Ergebnisse, aber das nochmal so als Information am Rande. Und jetzt kommen wir auch gleich schon weiter in der Diskussion. Also nach diesem Eindruck von Herrn Karajogu und der Umfrage, die wir gerade gesehen haben, die Frage, sind bundesweite Bürgerräte der nächste Schritt für die Demokratie? Und wenn ja, wie soll ein solcher Bürgerrat ausgestaltet werden? Also was sind da die wirklich zentralen Kriterien Ihrer Meinung nach? Sie haben es anfangs schon anklingen lassen, aber jetzt können wir nochmal vertieft darauf eingehen. Diesmal Frau Stahr, will ich Sie als Erste bitten.
Ja, ich glaube, das ist schon sehr nah an dem dran, wie Sie das machen. Ich glaube tatsächlich, die Auslosung der Teilnehmenden, das ist ein extrem relevantes Kriterium. Wir haben ja auf Berliner Ebene in unserem Wahlprogramm auch die Bürgerräte drin. Wir haben den Klimarat explizit erwähnt und wollen aber auch generell Bürgerräte auf Landes- und auf Bezirksebene ermöglichen. Und haben da viel, viel zu diskutiert. Wir Grüne sind ja eine relativ diskussionsfreudige Partei, wenn es darum geht, Wahlprogramme zu verfassen. Und da war tatsächlich die Frage, wie man wirklich sicherstellt, dass alle Bevölkerungsgruppen wirklich repräsentiert sind, dass beispielsweise auch Menschen mit gewissen Beeinträchtigungen und so weiter wirklich mit drin sind. Ich glaube, es wird immer, je nachdem, wie groß man das macht, man wird, wenn man mit 160 Leuten arbeitet, nie wirklich alle Eventualitäten des Lebens mit abdecken können. Aber ich glaube, man kriegt da doch ein ganz gutes Abbild der Gesellschaft hin, wenn man lost. Und deswegen halte ich das für einen extrem relevanten Faktor. Und ich finde tatsächlich auch diese wirklich beratende Funktion wichtig. Ich glaube nicht, dass man bei einem Bürgerrat das Ergebnis komplett verpflichtend machen kann. Ich finde insofern, dass, wie das von Ihnen vorgeschlagen ist, das ist ja sozusagen eine unverbindliche Beratungsleistung für die Politik. Das finde ich wichtig. Frage mich aber ehrlicherweise und habe da auch noch nicht die Antwort gefunden, wie man es trotzdem zumindest ein Stück weit verbindlicher machen kann. Ja, ich glaube, es hilft ja auch nicht, wenn da unheimlich viel Zeit und Mühe rein investiert wird und am Ende das kaum Gehör findet. Und dafür glaube ich schon, dass mindestens eine gesetzliche Verankerung des Ganzen relevant wäre. Und ja, Herr Heilmann hat sicher recht, wir müssen da noch ein bisschen Erfahrung sammeln und so weiter. Aber nichtsdestotrotz sollte die gesetzliche Verankerung auch das Ziel sein, damit das eine gewisse Verbindlichkeit hat. Genau, das finde ich total wichtig. Wunderbar, besten Dank. Also dem entnehme ich auch, dass aus Ihrer Perspektive Bürgerräte durchaus ein nächster Schritt sind für die Weiterentwicklung der Demokratie. Vielleicht nochmal zum ersten Teil der Frage. Gut. Ja, Herr genau, Fühl. Vielleicht ganz kurz, das war für mich schon eine Selbstverständlichkeit, dass das für mich so ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben das im Wahlprogramm, wir wollen das auf allen Ebenen und ich nehme an, dass wir zur Frage der Volksentscheide im nächsten Schritt nochmal kommen oder soll ich da jetzt auch schon mal eingehen? Nee, genau, die Frage können wir gleich noch stellen. Perfekt. Dann gerne Herr Stübe. Also sind bundesweite Bürgerräte der nächste Schritt für die Demokratie und wenn ja, wie sollten die ausgestaltet werden? Also ich glaube, es sind ein nächster Schritt für die Demokratie. Ja. Ich glaube, wir müssen auch mal gucken, zu sagen, wie sich das mit Bund und Land und Kommune noch mal ein bisschen verschränkt. Also da bin ich ja tatsächlich bei der Staat, dass man so ein bisschen auf allen Ebenen das eigentlich einführen sollte. Aber dann ist auch die Frage, wie ist es auf allen Ebenen ausgestaltet? Ich glaube, dass es wichtig ist, Bürgerräte so zu verankern, dass es die Ressourcen dafür gibt. Also ich kann mir das gut vorstellen, auch in der nächsten Wahlperiode zu ausgewählten Themen zu machen. Ich würde sagen, dass man sich da also zunächst mal zu sagen, auch dann, wie Sie es ja auch gemacht haben, auf Themen eventuell konzentriert, aber ich glaube, Demokratie ist einfach vielleicht nicht das preiswerteste Regierungsmodell, dafür aber das Beste, was ich so kenne. Und deswegen finde ich, dass wir da durchaus Ressourcen dafür bereitstellen sollen. Vielleicht wäre das der erste Schritt von der gesetzlichen Verankerung des gesamten Bürgerratskonstrukts, dass man erstmal guckt, wie kann man sozusagen die auf der Ebene der Begleitung, weil das habe ich ja auch rausgehört aus den Sachen, die wir jetzt schon diskutiert haben, dass es extrem wichtig ist, wie so Bürgerräte begleitet werden. Und das Dritte ist, das weiß ich gar nicht, wie doll das SPD-Position ist, aber ich bin ja für solche Sachen tatsächlich für einen Ansatz in der Politik, der nicht sofort alles in Stein meißelt. Also ich finde es eigentlich ganz gut, jetzt mal immer wieder Bürgerräte durchzuführen, daraus zu lernen, auch mal aufzuschreiben. Würde mich auch interessieren, was ist aus Ihrer Sicht im Bürgerrat Klima nicht gelungen? Und was würden Sie vom nächsten Bürgerrat sozusagen, den wir drei dann vielleicht als Abgeordnete begleiten dürfen, besser machen? Und wo können wir uns dann auch einbringen, sodass es besser wird? Ja, besten Dank. Also zu der Frage, was ist nicht gelungen? Ich würde sagen, das Format ist natürlich noch nicht perfekt. Wir sind sehr, sehr zufrieden, wie der Bürgerklima gelaufen ist. Das hat auch eine Auswertung der Teilnehmenden ergeben. Also eine Umfrage, was auch eingangs erwähnt wurde von Herrn Vogel, dass der Prozess als sehr fair wahrgenommen wurde und dass zum Beispiel auch die der Position sich nicht durchgesetzt haben, trotzdem sehr gut leben können.
Aber natürlich gibt es immer noch Steigerungsmöglichkeiten. Das soll jetzt gar nicht in Abrede gestellt werden an der Stelle. Die gibt es ja in der parlamentarischen Demokratie auch. Ich wollte das gar nicht sozusagen als versteckten Angriff gewertet wissen, sondern als tatsächliches Interesse, wie man, also dass wir das gemeinsam ein bisschen weiterentwickeln, das Instrument, was einer der besten Instrumente ist, glaube ich, die wir haben. Genau, ja, nee, habe ich auch nicht so verstanden. Besten Dank. Gut, da würde ich aber jetzt noch die Frage weitergeben an Herrn Heilmann. Sind bundesweite Bürgerräte der nächste Schritt aus Ihrer Sicht? Und wenn ja, wie können die ausgestaltet werden? Also ich würde gerne noch auf die Vordiskussion eingehen und sagen, das Entscheidende bei den Bürgerräten und die zwei, die ich selber miterlebt habe, ist die Qualität der Moderation. Die Moderation, also mir ist aufgefallen, dass wir, glaube ich, auch bei unseren parteiinternen Diskussionen, ich vermute, das ist jetzt bei den Grünen und der SPD auch nicht anders, so eine gute Moderation auch gut brauchen könnten. Die Moderation war nämlich einerseits inhaltlich und andererseits wirklich neutral. Und darauf kommt es, glaube ich, sehr wesentlich an. Ich halte es für sehr einfach, diese Moderation auch manipulativ vorzunehmen. Das war jetzt bei mir nicht der Fall. Ich habe jetzt an den Ihren Bürgerräten ja nicht teilgenommen, deswegen kann ich das nicht aus eigener Anschauung beurteilen, habe aber nicht das Gefühl, dass das da so gewesen ist. Aber darin liegt aus meiner Sicht eine Abrisskante. Deswegen sind wir, fürchte ich, ziemlich einer Meinung. Das sind wir nicht in allen Themen. Das können wir nach, ich glaube jetzt, ich weiß nicht, wie viel haben wir jetzt gemacht, ein Dutzend Podiumsdiskussionen zu allen möglichen Themen können, kann ich Ihnen versichern. Wir haben nicht überall die eigene gleiche Meinung, aber hier auch, ja, ausprobieren. Ich würde den Staat als Know-how-Träger und vielleicht auch als Finanzierer zur Verfügung stellen. Das führt natürlich auch dazu, dass die Ergebnisse eine größere Relevanz haben. Es spielte für das Vertrauen bei den Bürgerräten, die zwei, die sozusagen als Wahlkreisräte bei mir durchgeführt wurden, eine große Rolle, dass sie sozusagen im Bundestag veranstaltet wurden und die sagen, dass den Adler als Siegel hatten, dass die Leute es auch ernst genommen haben und auch das Gefühl haben, das ist jetzt irgendwie nicht eine parteipolitische Masche von dem Heilmann oder so. War es ja auch nicht. Und das kann ich mir vorstellen. Und dann ist, glaube ich, die entscheidende Frage, wie viel bewirkt eigentlich ein Bürgerrat inhaltlich und bei der Beteiligung? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das auf bezirklicher Ebene in Stickelzehlendorf auch einsetzen. Also wir haben ja gerade eine Riesendiskussion, die ja quer zu den Parteien geht, über die Frage, soll es einen Fahrradschnellweg am Teltower Kanal geben? Da könnte ich mir so ein Bürgerratinstrument extrem gut vorstellen, um mal zu gucken, ob man da nicht Auflösungen kriegt, wie man das vielleicht doch gemeinsam hinkriegt oder nicht gemeinsam hinkriegt. Und dann sollten wir darüber Erfahrungen gewinnen. Und dann ist das der nächste Schritt. Ich würde jetzt, mir ist ein Tick vom Wortlaut, also dass das jetzt die Demokratie rettet. Also erstens ist sie Gott sei Dank in Deutschland noch nicht wirklich gefährdet und B, aber natürlich angegriffen, war sie eigentlich auch schon immer. Und ich würde die jetzt auch nicht zu sehr überfrachten, aber ich halte es für ein sehr geeignetes Instrument. Wunderbar, besten Dank. Genau, also zu der Kommunikation, was Sie gerade angesprochen haben. Also ich glaube, niemand würde behaupten, dass Bürgerräte ein Allheilmittel sind. Aber genau, sozusagen ein sehr wichtiges Konzept, um Demokratie weiterzuentwickeln und voranzutreiben. Eben mehr aus der Perspektive, dass Bürgerinnen und Bürger eben teilhaben können an Entscheidungen. Weil was sich ganz deutlich gezeigt hat, ist, dass Bürgerinnen und Bürger, sobald sie informiert sind und eben mitdiskutieren können, nochmal sehr viel weitergehen in vielen Entscheidungen, eben auch sich besser involvieren, natürlicherweise. Und das bringt uns dann gleich auch zur... Kann ich noch eine Ergänzung machen? Ja, sehr gerne. Ich sehe in einem Bereich einen besonders guten Anwendungsfall und das ist die Frage bei Genehmigungen von Windrädern. Da müssen wir uns ja sowieso Beschleunigungen vordenken. Wenn man Bürgerräte geschickt macht, kosten sie nicht viel Zeit. Es ist ja in der Regel eine hyperlokale Frage, weil der Widerstand kommt ja von den Anliegern im wahrsten Sinne des Wortes. Und da könnte man sich, glaube ich, eine Menge vorstellen, zumal wir ja jetzt auf Bundesebene, wir wissen viele nicht, eingeführt haben, dass die Kommunen mitverdienen können an Windrädern, sodass damit auch die Allgemeinheit was davon hat. Und ich glaube, dass das ein sehr geeignetes Feld wäre, auch die Dinge dann mal konkret zu machen und die Sichtweise zu machen. Und da würde mich eben gerade interessieren, wenn die Bürger ausgelost sind und jetzt eben nicht der Hauptbetroffene
Anlieger da das, der große Redelsführer ist. Ja. Ja, besten Dank auch für dieses ganz konkrete Beispiel, wo ein Bürgerrat Abhilfe schaffen könnte oder einen Prozess erleichtern könnte. Das bringt uns dann zur dritten Frage nach der Institutionalisierung. Also wir haben jetzt gesprochen über die Frageweise, wie sie ausgestaltet werden soll, was die zentralen Kriterien für den Bürgerrat selbst sind. Aber dann bleibt ja noch die Frage konkret, wie wird denn umgegangen mit den Ergebnissen eines Bürgerrates? Also ein bisschen die Frage nach der Verbindlichkeit, die ja auch von Frau Stahl vorhin schon angesprochen wurde. Also wie verbindlich soll denn mit dem Instrument Bürgerrat umgegangen werden? Und jetzt in dem Zusammenhang auch die Frage, wäre es für Sie denkbar, dass zum Beispiel ein Bürgerrat einen Volksentscheid vorbereitet? Also dass zum Beispiel die Empfehlungen dieses Bürgerrates dann zu einer Volksabstimmung kommen. Also das heißt nicht eine einfache Ja-Nein-Frage gestellt wird, sondern die erst durch dieses Gremium diskutiert wird und elaboriert wird und dann erst sozusagen eine bundesweite Abstimmung stattfindet. Herr Stübe, beginnen wir mal mit Ihnen. Das würde ich tatsächlich total spannend finden. Also wir würden ja dann eine gesamte Diskussion am Ende zur Abstimmung stellen. Wir müssten uns dann überlegen, was passiert, wenn es nicht angenommen wird. Das ist das eine. Sozusagen, was heißt das dann eigentlich für die politische Diskussion? Weil das ist ja eigentlich die klassische Aufgabe des Parlaments, sozusagen eine große Mehrheitsmaschine zu sein. Also wo unterschiedliche Positionen am Ende zu einer gesellschaftlich tragfähigen Mehrheit, die sich auch so zurückkoppeln kann in der Gesellschaft. Also dass zum Beispiel auch diejenigen, die für ein bestimmtes Thema stehen und das beschlossen haben, im Moment sind es zum Beispiel Herr Heilmann und ich auf der öffentlichen Diskussion, auch dann am Ende wieder ziemlich direktes Bürgerfeedback kriegen, was sie eigentlich von diesen Beschlüssen halten. Und diese Beschlüsse auch sozusagen immer wieder in der, also sozusagen Berliner Stadt ist natürlich für die Berliner Landespolitik genauso, immer wieder auch diskutieren. Sozusagen, da gibt es jemanden, der immer wieder daran gemessen wird, auch an diesen Beschlüssen und mit diesen konfrontiert wird. Und das ist so ein bisschen die Frage, wer ist eigentlich dann Träger dieses Bürgerbegehren. Ich kann es mir total gut vorstellen, das zu machen. Ich würde da gucken, so ein bisschen in die Richtung gehen und mal gucken, wie man das macht. Ich würde es vielleicht auch wieder auf der kommunalen Ebene und auf der Landesebene dann erstmal ausprobieren, weil da kann man das wesentlich einfacher machen. Da gibt es ja auch so Verfahren. Also da gibt es zum Beispiel diese ganzen Bürgerhaushaltsverfahren, die in eine ähnliche Richtung laufen, wo dann tatsächlich auch was dahinter steht. Und es gibt noch eine Sache, die ich spannend finde eigentlich, sozusagen, wie doll wird eigentlich der Prozess des Bürgerrats sozusagen in die Öffentlichkeit getragen. Also sozusagen diskutieren wir über diesen Bürgerrat dann auch in der breiten Öffentlichkeit, während der Bürgerrat diskutiert, oder nehmen Bürgerinnen und Bürger dann praktisch die repräsentativen Ergebnisse des Bürgerrats entgegen und stimmen darüber ab. Und ich stelle mir den ersten Prozess nochmal relativ herausfordernd vor, auch für die Diskussionen innerhalb des Bürgerrats. Und was wären dann andere Instrumente, die aus Ihrer Sicht Sinn ergeben würden? Also man könnte zum Beispiel sagen, es gibt Anhörungen im Bundestag oder die Verpflichtung zu Stellungnahmen oder also nochmal. Genau, ich glaube sozusagen, es gibt vielleicht auch nicht gar nicht so das Allheilmittel. Also ich würde erstmal damit anfangen, sozusagen Bürgerräte tatsächlich zu popularisieren. Also tatsächlich zu sagen, öffentlich aufzusagen, wir machen das im Bundestag, dass wir uns als Bundestag zum Beispiel zu bestimmten Fragen von einem Bürgerrat beraten lassen, was vielleicht auch zum Beispiel parallel, also wir haben ja sowieso gerade so eine Konsenskommissionskultur. Das letzte ist dieses Thema Kohlekompromiss gewesen, aber es gibt auch noch andere Sachen sozusagen, wo wir immer wieder nach neuen Formen suchen, da sozusagen Konsens herzustellen. Ich finde eigentlich, der Bundestag könnte das zu ausgewählten Themen machen, da auch tatsächlich ganz gezielt Bürgerräte einbestellen oder sozusagen einberufen oder wie auch immer, die auch also finanziert auch begleiten zu lassen, weil das ja sozusagen hat Thomas Heimann völlig recht. Die Moderation ist da ganz entscheidend. Und dann würde ich allerdings erstmal die Ergebnisse in den Bundestag reinspiegeln. Also ob das jetzt im Ausschuss ist oder in der Debatte, könnte man auch nochmal gucken. Und dann geben wir uns vielleicht nochmal 2 Jahre Zeit und 2 solcher Verfahren, bevor wir dann sowas zur Volksabstimmung zur Abstimmung stellen. Wunderbar, besten Dank. Vielleicht noch einmal die Frage nach der Popularisierung würde ich jetzt argumentieren. Ich frage gleich weiter. Aber da könnte man ja argumentieren, dass die sehr eng zusammenhängt mit der Verbindlichkeit der Ergebnisse. Also wir haben das Beispiel Frankreich, wo Präsident Macron ja im Vorfeld gesagt hat, er würde die Ergebnisse der Convention citoyenne pour le climat, also des französischen Bürgerklimarats, übernehmen. Und das hat dem ja sozusagen eine sehr große Bekanntheit verschafft. In Deutschland hatten wir ja zum Beispiel auch einen Bürgerrat schon im Parlament. Also da würde ich sagen, das hängt dann doch sehr eng zusammen. Die Frage, wie bekannt ist der Bürgerrat, mit der Frage, auf welche Weise ist das Parlament verpflichtet, dann sich das anzuschauen.
Frau Stahr, dieselbe Frage an Sie. Also was, wie steht es nach Ihrer Perspektive um die Verbindlichkeit? Wie sollte die gestaffelt sein? Und wäre es aus Ihrer Perspektive auch eine Möglichkeit, das mit Volksentscheiden zu verbinden? Genau, also ich finde tatsächlich erstmal diese Unverbindlichkeit einerseits richtig, dass ein Bürgerrat in seiner gelosten Zusammensetzung jetzt nichts verbindlich entscheiden kann. Das finde ich grundsätzlich richtig, aber ich finde schon, dass eben, das haben Sie jetzt auch schon eingebracht, beispielsweise eine Verpflichtung zur Stellungnahme durch das Parlament oder so, ne? Also dass nicht einfach diese ganze Arbeit gemacht wird. Die ParlamentarierInnen nehmen das dann einmal zur Kenntnis, wenn denn überhaupt, ja, ich meine, bei den Mengen an Akten, die man als Abgeordnete oder Abgeordneter lesen muss, passiert das dann auch schnell, dass man sowas, wenn man nicht verpflichtet ist, sich darauf irgendwie zu beziehen, eben nicht ganz so intensiv liest. Und ich finde, dass dann wäre es ein verschenktes, das wäre dann einfach verschenkt, sowohl die Mühe der Menschen und die Zeit der Menschen, die das gemacht haben, als auch eben die meines Erachtens wirklich sinnvollen Dinge, die bei sowas herauskommen. Also ich habe bei allen Bürgerräten, die ich bisher, ich war selber noch nie beteiligt, aber alle Beteiligungsverfahren, die ich selbst miterlebt habe und Bürgerräte, wie ich sie zumindest beobachtet habe, ist das ja tatsächlich so, dass da nicht irgendein totaler Humbug rauskommt, weil Schwarmintelligenz ja schon irgendwie auch funktioniert. Insofern wäre es wirklich schade, wenn man das dann einfach nur, man macht das und danach ist es für die Schublade oder gleich für die Mülltonne. Das geht auf keinen Fall. Also wir brauchen eine gewisse Verbindlichkeit. Bei der Frage, sollte man damit Volksentscheide vorbereiten? Also wir haben tatsächlich bei uns auf Bundesebene lange diskutiert, ob wir eigentlich direkte Demokratie, Volksentscheide auf Bundesebene wollen. Das war eine sehr, sehr knappe Abstimmung. Und die Fraktion, zu der ich auch gehört habe, die das gerne wollten, konnten sich ehrlicherweise nicht durchsetzen. Unter anderem auch mit dem Argument, Volksentscheide polarisieren sehr. Es geht nur Ja oder Nein und so weiter. Aber deswegen finde ich tatsächlich die Verknüpfung mit Bürgerräten total gut, weil dann eben, was wir beispielsweise bei dem Volksentscheid Deutsche Wohnen enteignen jetzt in Berlin erlebt haben, ist, dass zumindest wir als Grüne gesagt haben, da stecken sinnvolle Ziele drin. Aber beispielsweise die Kriterien, die angelegt werden, nämlich rein quantitativ, wir enteignen alle über 3000 Wohnungen, das finden wir falsch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man einen solchen Volksentscheid mit einem Bürgerrat vorbereitet hätte, dass das unter anderem auch Thema geworden wäre. Denn ich habe mit unheimlich vielen Menschen in der ganzen Stadt gesprochen, die bei genau dem Punkt gesagt haben, ja, auch das können sie nicht nachvollziehen. Ne? Also insofern glaube ich tatsächlich, dass das sinnvoll sein kann, um eben tatsächlich auch nochmal differenzierter zu werden. Und dann Möglichkeiten zur Abstimmung zu stellen, wo am Ende ja auch wieder Ja oder Nein gesagt werden muss, aber eben die Abstimmungsfrage gegebenenfalls nochmal viel ausdifferenzierter ist und viel länger vorher diskutiert wurde. Und deswegen finde ich das durchaus eine charmante Option, die es auf jeden Fall weiter zu diskutieren gilt. Wunderbar, besten Dank. Vielleicht hier nochmal der Hinweis, dass da kein Missverständnis entsteht, wenn jetzt die Rede von Verbindlichkeit war, also was vollkommen klar ist, dass die Entscheidung natürlich beim Parlament liegt. Das Anliegen ist nicht, sozusagen Konkurrenz zu sein und Entscheidungen irgendwie durchboxen zu wollen, etwas flapsig gesagt, sondern eine Unterstützungsleistung zu liefern. Die Verbindlichkeit dann immer sozusagen im Sinne von, wie verbindlich geht das Parlament um mit diesen Empfehlungen. Genau, Herr Heimann, dann nochmal dieselbe Frage auch an Sie. Was sehen Sie für Mechanismen für eben diese Verbindlichkeit von Seiten des Parlaments und wie stehen Sie zu einer Verknüpfung von Bürgerräten mit Volksentscheiden? Also ich finde, wir haben es ja selber schon gesagt, das Parlament, das wäre verfassungsrechtlich nicht denkbar, kann nicht ersetzt werden. Ich finde, ein Behandlungszwang in einem Ausschuss, möglicherweise auch mit einer öffentlichen Sitzung, ausgesprochen sinnvoll. Das führt ja dazu, dass die Parteien dazu ausführlich Stellung nehmen müssen und sich mit den Ergebnissen auseinandersetzen müssen. Wir müssen ja was dazu sagen. Das kann man jetzt nicht inflationär machen. Es gibt ja jetzt eh schon inflationäre Ausschusssitzungen, aber das kann man sich eben zu bestimmten Themen dann doch vorstellen, dass man sozusagen offizielle Bürgerräte darstellt, weil der besondere Wert liegt, glaube ich, in der Differenzierung und in dann möglicherweise auch überraschenden, differenzierenden Lösungen, die sozusagen Sichtweisen behandeln etc.
Ich persönlich habe ja schon eingangs gesagt, dass ich beim Thema Volksentscheide immer etwas skeptisch bin. Man sieht das jetzt an dem Mietenvolksentscheid. Der wird so niemals umgesetzt werden können. Ich sehe auch unüberwindbare verfassungsrechtliche Schwierigkeiten. Wir hatten in Berlin einen ja, erfolgreichen Volksentscheid zum Thema Tegel. Ich persönlich war gegen, also ich habe gegen diesen Volksentscheid argumentiert und gestimmt, aber er hat trotzdem eine Mehrheit bekommen. Das muss ich natürlich eigentlich demokratietheoretisch hinnehmen, aber man sieht schon den Unsinn, der dabei entsteht. Deswegen bin ich, also entweder haben diese Volksentscheide, so wie jetzt Mieten und eben vorher auch Tegel, so appellierenden Charakter, dann haben sie aber eben keine Rechtsfolgen, keine unmittelbaren Rechtsfolgen. Und wenn man unmittelbare Rechtsfolgen reinschreibt, dann ist es eben auch sehr krass, ja oder nein. Und eine parlamentarische Behandlung, gibt es das Strucksche Gesetz, kein Gesetz kommt ins Parlament so rein, wie es hinterher wieder rausgeht, oder geht so raus, wie es reingekommen ist. Und das hat ja seinen Sinn. Mhm. Aber Volksentscheiden ausgeschlossen. Deswegen, wenn man sozusagen eine Volksentscheid skeptische Haltung hat wie ich, dann hilft natürlich auch der Bürgerrat nicht. Ich glaube, dass wir das, wenn wir das einmal hinbekommen haben und wenn sich das bewährt und wenn das Parlament diese Ergebnisse behandeln muss, behandeln heißt nicht verabschieden, aber immerhin behandeln muss. Und da kommen lauter sinnvolle Ergebnisse raus und die dann jeweils regierenden Parteien sagen, interessiert uns nicht, machen wir trotzdem nicht. Dann gibt es ja eine Reaktionsmöglichkeit des Wählers. Also wir reagieren ja als Parteien auf Strömungen und auf Dinge. Deswegen mache ich mir da nicht so viel Sorgen. Das heißt, wir können einfach weitermachen, jetzt auch nicht so viele Bedenken darstellen, das bundesweit verankern, eine Behandlungspflicht in den Parlamenten uns selber auferlegen und von da aus dann nach weiteren Jahren Bilanz ziehen. Alle Rechtsfragen, wenn man rechtshistorisch anguckt, haben lange Entwicklungsschritte hinter sich und auch gute Instrumente, die wir haben, sind eben durchaus verändert worden über die Laufe der Jahrhunderte und das scheint mir auch insgesamt sehr sinnvoll zu sein. Genau. Wir werden jetzt gleich die Diskussion öffnen für das Publikum, also Fragen aus dem Publikum. Das heißt, Sie können sich im Publikum schon mal überlegen, was für Fragen Sie gerne stellen möchten, können die im Chat schreiben. Und bis dahin erlauben Sie mir halt noch mal nachzuhaken, weil was Sie sagten zum Thema Volksentscheid, dass da eben teilweise auch sehr unsinnige Argumente hervorgebracht werden und dann eben diese Abstimmung so polarisierenden Charakter haben, das wäre doch eigentlich ein Argument dafür, zu sagen, das sollte erst von Bürgerräten diskutiert werden. Oder sehen Sie da keine Möglichkeit? Also wenn Sie es andersrum sagen, wenn schon Volksentscheide, dann wenigstens vorher von Bürgerräten debattiert, dafür könnte ich mich erwärmen, aber ich finde meine grundsätzlich skeptische Haltung zu Volksentscheiden, also gucken Sie mal in die Schweiz an, da werden da plötzlich Minarette verboten und so. Also das führt uns auf ganz schiefe Bahnen, die ich alle hochskeptisch sehe. Wobei man mit Hinweis auf die Schweiz natürlich auch von einer anderen demokratischen Kultur wiederum diskutieren könnte. Das kommt ja noch erschwerend in Deutschland hinzu, dass uns diese Abstimmungskultur fehlt. Aber selbst in der Schweiz sehe ich das hier und da mit. Also den Punkt, den ich machen wollte, ich würde argumentieren, dass wegen Volksentscheiden auch insgesamt eine andere demokratische Kultur herrscht in der Schweiz. Das ist eine lange Diskussion, die würde jetzt wahrscheinlich anderswo hinführen. Und es gibt schon etliche Fragen aus dem Publikum, die wir jetzt doch gerne beantworten würden oder besser gesagt an Sie stellen würden. Anselm, hast du da gleich eine Frage für uns? Ich habe jetzt ein paar Menschen versprochen, dass sie ihre digitale Hand auch heben können. Mhm. Vielleicht rufst du nochmal dazu auf. Zum Beispiel Philipp Fairport wollte etwas fragen und ich habe ihm gesagt, es wird eine Fragerunde geben und er kann dann seine Hand heben. Wunderbar, dann könntest du ihn doch gleich mit auf das Podium setzen, damit er selber seine Frage stellen kann. Alles klar. Kann man mich denn gut hören und verstehen? Hören, ja, und auch sehen. Willkommen. Super. Hallo, ich bin Philipp Fairport und schalte mich heute aus Berlin-Charlottenburg zu, also nicht ganz so weit weg. Bin hier und vertrete heute den Verein Klima mit Bestimmung jetzt. Wir setzen uns auch genau für das Thema Bürgerräte zur Klimapolitik seit 2 Jahren ein, haben eine Petition an den Bundestag gerichtet, 70.000 Unterschriften dafür gesammelt. So viel ganz kurz zu meinem oder zu unserem Hintergrund. Und die Frage an die Kandidierenden, die ich habe, ist, welche Themen
speziell jetzt in der Klimapolitik, aber auch allgemein auf der Bundespolitik, würden sich Ihrer Meinung nach besonders gut für einen Bürgerrat in der nächsten Legislaturperiode eignen? Also vorhin im Chat ging es schon über Windkraft und Windräder und Windradabstände. Es gibt auch ganz viele andere kontroverse Fragen, Abschied vom Verbrennungsmotor, Fleischkonsum, vielleicht auch nochmal Ausstieg aus der Kohle. Genau, da würde mich einfach nochmal interessieren, wo Sie die Potenziale sehen. Genau, damit gebe ich das wieder zurück. Besten Dank für die Frage. Wer möchte antworten? Sonst gebe ich das einfach mal an Sie, Frau Starr, und gebe Ihnen als Erste das Wort. Ich wollte auch gerade sagen, ich kann gerne beginnen. Also ich glaube, man muss tatsächlich, das ist, weshalb ich mich eben auch kurz melden wollte, bei der Frage von Volksentscheiden. Ne? Man muss natürlich genau gucken, als Herr Heilmann das sehr beliebte Beispiel Minarette in der Schweiz herangezogen hat. Ich glaube, man muss natürlich bei solchen Themen, bei Volksentscheiden und genauso bei Bürgerräten natürlich gucken, dass es Dinge gibt, die grundgesetzlich abgesichert sind und zum Beispiel die Religionsfreiheit. Und das ist auch dann, das brauchen wir nicht diskutieren. Also für solche Fragen eignen sich natürlich weder Volksentscheide noch Bürgerräte. Ich glaube, dass Bürgerräte sich vor allem gar nicht so bei so Fragen eignen wie: Wo sollen wir jetzt das Windrad hinbauen oder so, ja, sondern eher bei gesellschaftspolitischen Themen, die größer sind, wo es dann eben tatsächlich auch um Nuancen gehen kann, die aber eben auch diskutiert werden müssen. Also gerade bei Themen, wo es auch darum geht, ein Verständnis füreinander zu finden. Da finde ich es gut, wenn man dieses Format nutzt, weil, wie ich eben vorhin gesagt habe, es ist für die Politik auch wichtig zu hören, was denken eigentlich Bürgerinnen und Bürger. Und insofern glaube ich ja auch bei der Frage, wo stellen wir das Windrad hin, da ist es sicher gut, wenn man eine Form von Beteiligung findet, aber ich glaube, da sind Bürgerinnenräte zu umfangreich. Und ich glaube, ich würde das eher nutzen für größere Fragestellungen eben insgesamt, insbesondere gesellschaftspolitischer Art. Das war es ehrlich gesagt unsere dritte Podiumsdiskussion, die wir heute zusammen haben. Deswegen stottern wir, glaube ich, alle langsam ein bisschen. Es tut mir leid. Genau, also insofern wirklich eher umfassendere Fragen als jetzt einfache Ja- oder Nein-Fragen. Und aber wirklich, ich finde, das möchte ich jetzt nochmal betonen, ich finde tatsächlich, es ist sehr, sehr schwierig, was nimmt man davon? Ist, glaube ich, im Chat auch zum Beispiel die Frage nach der Ehe für alle. Wäre das nicht spannend gewesen? Ich finde, das sind also aus meiner Perspektive, ich weiß, Teile der CDU zumindest haben das damals anders bewertet, aber das sind Grundrechte der Menschen wie Gleichberechtigung, die da tangiert werden, wo ich eben finde, die sollten nicht diskutiert werden. Ja? Insofern ist das, finde ich, sehr diffizil, da genau zu finden, für welche Fragestellungen es sich eignet und für welche nicht, weil meines Erachtens Grundrechte beispielsweise nicht in Bürgerräten diskutiert werden sollten. Ja, besten Dank. An der Stelle vielleicht noch den Hinweis, es gibt ja das Beispiel aus Irland, wo ein Bürgerrat eine Abstimmung ermöglicht hat zur gleichen Ehe für alle und die dadurch erst zustande gekommen. Also man kann es natürlich auch was anders sehen. Die Frage gerne auch an Sie, Herr Stüwe und Herr Heilmann. Wer möchte zuerst? Ja, genau. Dann würde ich gleich weitermachen. Ja. Also vielleicht noch mal ganz kurz zur Schweiz. Da gilt ja so ein bisschen für Volksentscheide auch dieses Strucksche Gesetz. Also der Volksentscheid, also sozusagen, die sind ja der Anfang oder der Mittelpunkt eines politischen Prozesses. Und danach geht der Prozess ja in der Schweiz auch noch mal weiter, was die Umsetzung von Volksentscheiden angeht. Insofern glaube ich auch, dass wir da eine andere Kultur brauchen, wenn wir uns in die Richtung entwickeln. Die Frage war ja aber, für was würde sich denn so ein Bürgerrat eignen? Also tatsächlich einmal würde ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir nochmal das Thema soziale Gerechtigkeit vielleicht auch so global wie das Klimathema nochmal besprechen. Aber ich würde es auch einmal noch für ein ganz konkretes Thema machen. Ich würde es spannend finden, einen Bürgerrat Pflege zu haben, weil wir da ziemlich unterschiedliche Interessen haben und auch sozusagen unterschiedliche Betroffenheiten. Also bei der Frage sozusagen, wer in dieser Gesellschaft kann wie pflegen, welche Erwartungen habe ich an das Personal? Wie soll Pflege finanziert werden in Zukunft? Wie gestaltet sich das über Generationen aus? Und so. Und ich glaube, da sind wir gerade an einem Punkt in der Gesellschaft, wo wir ganz, ganz viel auch nochmal neu verhandeln müssen und auch unser eigenes Selbstverständnis davon, wie das eigentlich in der Gesellschaft organisiert wird. Besten Dank. Herr Heilmann, möchten Sie auch noch dazu Stellung nehmen? Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob ich das mit der Pflege nicht auch eine gute Idee finde.
So ganz spontan, ja, konnte ich jetzt nicht lange drüber nachdenken. Ich hatte mir überlegt, ob man über die Frage, welche digitalen Instrumente haben wir eigentlich oder welche Instrumente bekommen die Sicherheitsbehörden bei digitalem Austausch? Also die ganze schwierige Problematik der Durchsuchungen, der Trojaner etc. und auch der Alternativen, die sich ja inzwischen ergeben, das scheint mir eine sehr geeignete Debatte zu sein. Aber ich will ehrlich sagen, dass ich mir nicht zutraue, dazu abschließend was zu sagen. Deswegen, glaube ich, das haben wir alle drei schon gesagt, Erfahrung ausprobieren. Also wir können jetzt auch noch 15 Doktorarbeiten darüber schreiben, was gut wäre. Lass uns doch mal lieber 15 durchführen und dann haben wir schon mal ein besseres Spektrum. Besten Dank. So, jetzt würden wir gerne die nächste Frage rannehmen. Genau. Ich würde jetzt einfach sagen, jetzt vielleicht eine weibliche Person und dann können wir den Herrn dran nehmen. Eine spezifische Frage an Sie, Herrn Heilmann. Ich lese Sie vor. Sie haben doch selbst eine Volksbegehreninitiative in Berlin gestartet vor ein paar Jahren zur Videoüberwachung. Von Marie kommt die Frage, wie passt das mit Ihrer Position zusammen? Haben Sie da keine guten Erfahrungen gemacht? Herr Heilmann. Ja, also ich habe keine guten Erfahrungen gemacht, weil der Senat das ja verschleppt hat, aber das ist ja nicht die Frage gewesen. Insgesamt ging es mir darum, eigentlich nicht ein Gesetz durchzusetzen, das wir dann formuliert haben, sondern einen Denkprozess loszulegen. Das ist nur begrenzt gelungen. Ich glaube nach wie vor, dass nicht nur die Mehrheit der Berliner dafür ist, sondern dass es einen sinnvollen Verwendungsraum für Video gibt. Keiner will eine flächendeckende Videoüberwachung haben. Das war sozusagen ein Einbringen und vielleicht wäre ja auch ein Bürgerrat ein schlaues Mittel. Dazu müssten natürlich die jeweiligen Mehrheiten im Parlament auch bereit sein zu sagen, wir stellen uns einem solchen Bürgerrat. Okay, vielen Dank. Dann würde ich gerne Ilan Siebert dran nehmen. Er meldet sich auch via Zoom. Eine Sekunde gleich. Dann holen wir ihn doch gerne aufs Podium. Ja. Seine Frage selber stellen. Da, wunderbar, wir sehen Sie. Gerne die Frage bitte. Genau, hallo, Ilan Siebert von Es geht los. Der Transparenz halber, wir haben die Wahlkreisräte mit Herrn Heilmann durchgeführt. Deswegen gibt es eine gewisse Verbindung. Die Frage, die ich habe, ist tatsächlich eine interessante. Ich fände es viel spannender, das Petitionsgesetz zu stärken und Petitionen mit einer gewissen Grenze auszurichten, ab der dann das Parlament Bürgerrechte mit der von Herrn Heilmann erwähnten Pflicht der Beschäftigung danach einsetzen muss. Vor allen Dingen, weil ich glaube, dass es Themen gibt, die leider keiner von Ihnen genannt hat, die in der Gesellschaft doch das Zutrauen in die Demokratie stärken würden. Und zwar denke ich da an die Rundfunkgebühr, ich denke an eine Wahlrechtsreform und ich denke auch durchaus an die Diäten von Abgeordneten. Wenn die sich alle an Bürgerräten empfehlen würden, richten würden und sich den Empfehlungen von Bürgerräten stellen würden, würde das, glaube ich, ein massives Zutrauen in die Demokratie zur Folge haben und fände es auch tatsächlich relevante Themen, um unsere Demokratie wirklich gemeinsam zu gestalten. Und die Frage ist natürlich, wie stehen Sie dazu? Besten Dank. Ich würde Sie bitten, wirklich kurze Antworten zu formulieren, damit wir noch weitere Fragen rannehmen können. Wir nähern uns ja schon dem Ende zu. Kann ich ganz kurz antworten? Herr Heilmann. Ich wollte ganz kurz antworten. Ich finde das alles sehr nachdenkenswert und spannend. Kann mir das sehr gut vorstellen. Das ist eine knappe und konzise Antwort. Frau Stahl. Dem kann ich auch mich nur anschließen. Das klingt vernünftig, das sollten wir auf jeden Fall weiter diskutieren. Wunderbar. Herr Stübe, haben Sie noch etwas anderes zu entgegnen? Oder? Nein, nicht so richtig, aber vielleicht sollten wir nicht jede kontroverse Frage im Bürgerrat ausdenken. Also ich glaube, ein oder zwei für die nächste Legislaturperiode reichen. Okay, das ist immerhin ein interessanter Hinweis. Gut, dann können wir jetzt aber schon die nächste Frage annehmen aus dem Publikum. Ja, das war jetzt die schnellste Fragerunde, ich glaube, in der Geschichte der letzten 40 Online-Podien, die wir gemacht haben. Vielen Dank dafür. Das erlaubt uns jetzt noch weitere Fragen. Ja, genau. Herrn, jetzt sehe ich kann auch gerne länger antworten. Nein, alles gut. Wir nehmen lieber mehr Fragen. Oder? Genau, mehr Fragen. Ich sehe gerade keine Frau, die sich meldet. Deswegen, Herr Klee, Sie hatten sich gemeldet. Sie müssen sich erst entstummen und dann können Sie loslegen. Ich hole Sie aufs Podium. Ja. Also ich wollte nur auf Herrn Stüwes Kommentar reagieren.
Er hat die Umsetzung von Volksentscheidungen in der Schweiz erwähnt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin mit dieser Umsetzung bei uns nicht zufrieden. Ich bin nicht stolz darauf. Hier haben auch wir Schweizer eindeutig Verbesserungspotenzial. Danke. Okay, keine Frage, sondern ein Kommentar direkt aus der Schweiz, wie wir ihn hören. Gut, dann, das war jetzt auch sehr schnell. Oder Herr Stübe, wollen Sie noch etwas entgegnen vielleicht? Nein, wer wäre ich, dass ich da sprechen könnte? Ich glaube, im Kern wissen wir beide, dass eben Volksentscheide in der Schweiz ein ganz spezielles Thema sind, die vielleicht auch nicht vergleichbar sind mit dem, wir es hier diskutieren im Moment. Okay, besten Dank. Dann können wir jetzt noch schnell noch weitere Fragen annehmen. Anselm, haben wir noch welche im Publikum? Eine Sekunde. Nee, ich sehe jetzt gerade keine Chat-Nachrichten. Ich durchforste den Chat gerade, aber... Okay, dann würde ich hier natürlich das Publikum auch ermuntern, jetzt noch die Gelegenheit zu ergreifen, weil das ist jetzt die letzte Frage, die wir wahrscheinlich noch stellen können, bevor wir zur Abschlussrunde kommen. Jetzt kommt noch ein Kommentar, eine Sekunde. Ja. Ja, welche Themen auf der Berlin-Ebene können Sie sich vorstellen? Also vielleicht, okay, dann können wir es vielleicht so nochmal, also spezifisch auf der Berliner Landesebene oder Wahlkreisräte hatten Sie ja auch schon durchgeführt, Herr Heimann, ob das auch vielleicht nochmal denkbar wäre, in Hinblick auch auf die ganze Diskussion, immer mit der Frage nach der Verbindlichkeit auch dann der Umsetzung. Frau Starr. Ja, also Bürgerrat Klima wird es geben, das finde ich auch total wichtig. Ich finde sonst, wir haben beispielsweise hier in Steglitz-Zehlendorf, als wir die sogenannte Parks Range angefangen haben zu planen, habe ich damals in der BVV, damals war ich noch Kinder- und Jugendpolitische Sprecherin in der Bezirksverordnetenversammlung und habe damals deshalb dafür mich eingesetzt und das auch durchgesetzt, dass wir Workshops beispielsweise auch mit Kindern und Jugendlichen machen, weil die nämlich ihre rechtlich verbrieften Beteiligungsrechte viel zu oft verwehrt bekommen. Und deswegen fand ich das total wichtig, das da auch zu machen. Und ich glaube, gerade bei Bauvorhaben, das ist auf Bezirksebene etwas, wo man wirklich nochmal viel, viel mehr drauf gucken kann, weil das wirklich, das bietet sich geradezu an. Und gerade da ist man dann oft auch erstaunt, was Menschen eigentlich tatsächlich bewegt und was sie da wo haben wollen und wo man eigentlich vielleicht als Parlamentarierin denkt, man wüsste das alles schon. Und das ist, da gab es teilweise wirklich überraschende Beiträge auch. Deswegen finde ich gerade sowas, da sollten wir im Bezirk und auch auf Landesebene wirklich nochmal mehr draufschauen, die Entwicklung der Stadt. Und ich finde tatsächlich auch, man könnte auf Berliner Ebene sicher auch diese ganzen Verkehrsthemen und so weiter nochmal weiter diskutieren. Da haben wir in Berlin, glaube ich, da wird häufig meines Erachtens ein Gegeneinander herbeigeredet, was, wenn man dann mal tiefer in die Debatte reingeht, häufig überhaupt gar nicht wirklich da ist. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass auch auf Landesebene gerade zu Verkehrsthemen gegebenenfalls ein Bürgerrat viel Sinn machen könnte. Vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass Sie dabei, Herr Stübe, möglicherweise offene Türen einrennen. Ich weiß nicht, Herr Stübe, ob Sie darauf eingehen möchten. Gerne, nee, finde ich total gut. Also und zwar genau in dem zweistufigen Verfahren, das Herr Starr angesprochen hat. Also ich finde, wir sollten viel, viel mehr darüber reden, wie wir eigentlich den öffentlichen Raum in unserem unmittelbaren Umfeld gestalten und leben wollen und da auch ein paar sozusagen Sachen diskutieren. Da finde ich Verkehr total wichtig. Ich würde es nochmal total spannend finden, wie wir mit dem Thema Wohnungslosigkeit in Berlin eigentlich umgehen, also da einen Konsens zu finden, weil ich glaube sozusagen, da haben wir auch Positionen, die miteinander vermittelt werden müssen. Und wenn wir nochmal jemals über das Thema Olympiabewerbung diskutieren würden, dann finde ich es total spannend, dem so einen Bürgerrat vorzuschalten. Das ist ein spannender Hinweis. Besten Dank. Herr Heimann. Ja, dem letzteren kann ich mich anschließen. Ich glaube, auf Bezirksebene gibt es viel. Ich kann versprechen, dass ich gerne einen Wahlkreisrat für mich selber mache als Bundestagsabgeordneter unter der Voraussetzung, dass ich wieder gewählt werde. Sonst macht es ja nicht so viel Sinn. Und auf Berliner Landesebene würde ich gerne, dass neben den genannten Themen, die durchaus Sinn machen, gerade Verkehr, würde ich auch nochmal auf das Thema Sicherheit und Videoaufklärung darstellen, weil das auch ein Thema ist, das, glaube ich, in der politischen Debatte unterrepräsentiert ist und man da sehr gut auch vermittelnde Lösungen finden kann, die jetzt eben alle Interessen irgendwie unter einen Hut bringen. Ja.
besten Dank. Gut, es ist jetzt gleich 8:30. Wir kommen zur Abschlussrunde. Das heißt, ich würde Sie bitten, alle nochmal ein letztes Statement abzugeben und dann kommen wir auch zum Ende der Veranstaltung. Wie wir gehört haben, ja schon die dritte Veranstaltung, die Sie heute gemeinsam bestreiten. Das heißt, wir danken natürlich auch schon vorab sehr für Ihr Engagement und dass Sie heute dabei waren. Und jetzt, genau, in zufälliger Reihenfolge, Herr Stübe, möchten Sie vielleicht beginnen mit einem letzten Abschlussstatement für das Publikum? Ich versuche es jetzt in der gegebenen Zeit zu schaffen für alle. Ne? Vielen Dank für die Diskussion. Ich fand es wirklich spannend, weil das tatsächlich den Möglichkeitsraum von Demokratie nochmal erweitert. Und wir sollten in die Richtung weitergehen. Ich glaube, andere haben mal gesagt, lernen, schreiten wir voran. Und ich finde, das geht gerade beim Thema Bürgerräte für die nächste Zeit und beim Thema, wie wir unsere Demokratie organisieren. Besten Dank. Herr Heilmann. Ja, ich danke nicht nur für die Einladung und die Diskussion. Ich danke insbesondere für die Initiative. Ich finde, wir sollten da voranschreiten. Das ist von allen gesagt worden, muss ich jetzt alles nochmal sagen. Und ich bin gern dabei. Besten Dank. Und dann zuletzt Frau Starr. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich fand das eine total spannende Diskussion. Insofern vielen Dank für die Einladung. Ich finde das ein total wichtiges Thema, weil unsere Demokratie, und das wissen wir alle, immer mehr unter Beschuss gerät. Und deswegen finde ich es gut, dass wir darüber sprechen, was wir eigentlich tun können, um die Demokratie nicht nur am Leben zu halten, sondern eben auch mit Leben zu füllen und für viele Menschen erlebbar zu machen. Da finde ich Bürgerräte einen total wichtigen Baustein. Insofern vielen, vielen Dank für Ihr Engagement auch und vielen Dank für die Diskussion und ich freue mich auf die nächsten Jahre und hoffentlich weiteren Austausch. Wunderbar, dann bedanken wir uns auch nochmal ganz herzlich. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute hier begrüßen durften. Wir danken auch natürlich dem Publikum für die Aufmerksamkeit und das große Interesse an dem Thema und wünschen damit Ihnen jetzt noch einen guten Endspurt in dieser letzten Woche vor der Wahl.